Hallo Freunde der Spielkultur, wir sind wieder bei Natural Selection 2 und zwar werden wir heute uns nicht explizit darum beziehen, was für eine Action im Spiel abgeht, sondern werden uns den Commander nochmal ein wenig ansehen. Da ich jetzt häufiger gespielt habe und es immer zu Problemen gibt, wenn man Commander spielen will, beziehungsweise teilweise hat man zum einen Glück, also Glück, na, Pech im Unglück, Glück im Unglück, ach, ist auch egal. Und kann Commander spielen, hat aber das Team entsprechend, was eh nicht auf einen hört. Und dann ist es auch ein bisschen hektisch als Commander, wo man dann auch nichts zu erzählen kann, großartig. Deshalb werden wir nochmal ein bisschen runterbrechen und werden jetzt aus der Commander-Sicht ein Tutorial-Video machen im Explore-Modus. Also im Explore-Mode. Grundlegend hat der Commander die Perspektive, wie wir sie gerade sehen. Haben halt eine nette Übersichtskarte, wo es mich als RTS-Spieler doch ein bisschen stört, dass ich nicht mit ASWD mich auf der Karte bewegen kann, sondern eigentlich nur mit den Cursern oder halt indem ich mich reinklicke oder indem ich mit C in die Übersichtskarte gehe und mich hier direkt bewege, was eigentlich in den meisten Fällen der angenehmste Weg ist, weil in der Übersichtskarte kann ich meine Truppen gut sehen und kann halt recht gut auf den Gegner reagieren. Während die kleine Karte links unten eigentlich viel zu klein ist, um damit vernünftig arbeiten zu können. Man kann hier leider auch nicht rein oder raus zoomen an der Stelle und dementsprechend, tja, Pech gehabt. Gute Chance gehabt, den RTS-Titel ein bisschen zu verbessern, aber, also RTS-Teil von Natural Selection 2, aber was soll's. Gut, ich befinde mich im Moment hier in dieser kleinen Kommandostation, da wo der Commander grundsätzlich reingeht. Wir sehen aber auch hier schon da jetzt hier im nicht ohne Seife waschen Westen auch noch ein Kommandopod steht, so sieht er offen aus, dass wir halt mehrere Stationen haben können, genauso wie Aliens auch mehrere Hives haben können. Was bei einem neuen Spiel jetzt nicht der Fall wäre, ist, dass wir hier schon eine Armory stehen haben und hier das Prototype Lab. Hat halt was mit dem Explore-Modus zu tun, deshalb sind hier schon ein paar Sachen aufgebaut. Was noch ganz wichtig ist, sagen wir mal, wir würden ein neues Spiel beginnen, auf einem Server und wir sind Commander, diese Infantry Portals, da werden unsere Truppen gespawnt. Zum Start des Spiels noch nicht, das spawnen alle gleichzeitig, aber im späteren Verlauf, jeder der stirbt, muss an so einem Portal gespawnt werden. Dementsprechend lohnt sich eigentlich fast als allererstes einen zweiten Portal zu bauen, um den Nachschub der Truppen auch zu gewährleisten. Wie man hier sieht, passiert natürlich gerade nichts, weil ich diesen Portal selbst aufbauen müsste. Also ich schicke dann einen Soldaten hin, sag dem, lauf hin, repariere das, beziehungsweise baue es auf. Das dauert im Spiel ein bisschen länger als im Explore-Modus und dementsprechend würde das dann ablaufen. So habe ich die Möglichkeit als Commander halt auch Soldaten zu selektieren. Ich kann die mit SCG1 und SCG2 und so weiter, kann ich die halt auch zu Gruppen zuordnen und die so dann befehligen, wie halt bei einem RTS-Titel. Die kriegen dann Pfeile, Pfeilmarker etc., wo die hin müssen und wo sie gebraucht werden gerade. Dementsprechend, tja, eigentlich eine gute Geschichte, wenn denn die Truppe auch auf einen hört. Denn das ist ein großes Problem teilweise auf Servern, dass man das Vertrauen seiner Leute sehr schnell verliert. Als Commander, obwohl man halt doch schon einen Plan verfolgt. Und man kann sich halt sehr schwierig lange mit Erklärungen aufhalten. Gut, kommen wir zum nächsten Schritt, was wir machen würden. Wichtig vom Commander-Spiel ist, Extraktoren bauen. Wir haben bei unserer Base immer einen Extraktor schon stehen, von Anfang an, wenn ich mich nicht täusche, jetzt in den ganzen Spielen. Dieser ist hier und dementsprechend werden hier oben links Ressourcen generiert. Zum einen für uns als Commander und zum anderen auch fürs Team. Was dadurch die Möglichkeit hat, halt immer mehr Energie, diese auszugeben an unseren gebauten Fertigungseinrichtungen. Da haben wir nämlich dann hier das Armory, wie vorhin schon erwähnt. Da können wir Waffen kaufen als Marine. Wir können natürlich jetzt hier mal sagen, okay, wir entwickeln mal eben die Shotgun. Das geht jetzt natürlich hier bedeutend schneller als in Wirklichkeit. Und upgraden das auch noch auf Level 2. Die Armory. Wir können das schon mal hier aussteigen. Und ich gehe mal zur Armory rüber. Dann sieht man, oh okay, ich kann hier Shotgun kaufen. Dadurch, dass ich das Upgrade 2 gemacht habe, habe ich auch noch Minen und Welder. Und ja, kann dann hier als Soldat für meine eigenen Ressourcen, die hier rechts unten eingeblendet werden, neue Waffen kaufen.
So wie diese wundervolle Shotgun, die natürlich sehr durchschlagend ist, als im Gegensatz zu der MG, aber dafür halt natürlich aus nächster Distanz besser benutzt wird. Was für elementare Geschichten. So, das erstmal dazu. Dann. So, Commander Station, also, okay. Gehen wir die Gebäude mal durch. Wir haben ja einmal die Teamstrukturen, die Advanced-Strukturen, also die erweiterten Strukturen und die Assists. Die Teamstrukturen wäre halt sowas wie die Kommandostation, um eine neue Basis zu bauen. Die können wir nur auf vordefinierte Plätze erbauen. Einen so wie hier, rechts oben in dem Data Core. Sieht man halt, hier wäre es möglich, eine neue Basis zu erbauen. Genauso könnte man dort einen neuen Hive erbauen. Das andere ist, den Extraktor können wir natürlich als Commander bauen und ein Infanterieportal, das haben wir ja schon am Anfang erwähnt. Armories, die machen natürlich auch Sinn, wenn man die hier bei solchen externen Basen baut nochmal, weil dann dementsprechend die Soldaten, die hier spawnen, weil die hier eher in der Nähe sterben oder halt sich bewegen zwischen diesen beiden Basen, der oberen und der unteren, dazu kommen wir gleich aber noch, auch sich hier aufmunitionieren können. Dann haben wir noch die Robotics Factory, die recht wichtig ist, weil wir haben hier oben in unserer Leiste diese Anzeige 0 von 10. Da können wir nämlich Reparaturdrohnen drin bauen in dieser Robotics Factory. Und diese Reparaturdrohnen können nicht nur, nur reparieren, sondern können auch Gebäude aufbauen, wofür ich eigentlich Marines benötige sonst. So können sich, wenn ich richtig gut bin, die Marines eher auf den Kampf gegen die Aliens konzentrieren, während ich meinen Basisbau selbst übernehme. Dafür können sich diese aber nicht verteidigen. Später kann ich die Robotic Factory aber auch upgraden. Hier sehen wir übrigens den Rahmen, wo die Einheiten spawnen, die da rauskommen. Hier Max heißen sie übrigens. Und kann dann Arcs bauen. Und Arcs sind sowas wie mobile Artillerieeinheiten. Jetzt sehen wir hier, okay. Dass der Mech kann ich halt noch aufrüsten, dass der schneller ist und dass der noch einen EMP-Impuls hat, um, also einen elektrischen Impuls, um die näher liegenden Aliens auszuschalten. Ja, dann haben wir auch den Upgrade für die Arc Factory, dann können wir nämlich Arcs bauen. Gut, das dazu. Die können wir natürlich auch mal eben ganz kurz auch aufbauen. Zip, 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 zip. So sieht das dann aus. Kann auch mal eben den Upgrade machen, dann können wir nachher zeigen, was denn so ein Arc kann. So, dann haben wir noch den die Arms Lab, die muss ich mal eben schnell bauen, um dann nochmal 100% sicher zu sein, wofür die war. Ach ja, es fällt mir auch jetzt sofort wieder ein, und zwar in der Arms Lab kann ich dann generelle Upgrades für meine Soldaten machen, so halt, dass Waffenschaden erhöht wird, dass Armory erhöht wird, und das sind halt dann diese beiden Geschichten, die sich verstärken können. So, da haben wir nämlich hier schon angezeigt, Stufe 1, 10% mehr Schaden, 20%, 30% und hier 20 extra Armor, 40 extra Armor, 60 extra Armor. Kann man natürlich auch mal machen, dauert hier natürlich auch bedeutend kürzer als in Wirklichkeit. Gut, das zu diesen Standardgebäuden, die halt auch häufig genutzt werden. Dann kommen wir zu den besonderen Gebäuden, also die Advanced-Gebäude. Da ist zum einen das Wichtigste, also eines der wichtigsten Sachen, um abgelegene Punkte zu sichern, haben wir nämlich die Sentry Guns. Diese Sentry Guns haben einen 160-Grad-Winkel, in dem sie angreifen können, brauchen aber vorher eine Sentry-Batterie. Und da ist halt der Witz dran, dass man schon gucken muss, wo positioniere ich denn meine Linie gegen die Außerirdischen zum Beispiel, weil ich kann nur in diesem kleinen Energiebereich dann Sentry Guns aufbauen. Und der Clou dahinter ist noch, ich kann pro Bereich, also jetzt dieser Sub-Axis hier unten, kann ich nur eine einzige von den Sentry Batteries bauen und drei Sentry Guns in diesem kleinen Bereich. Also bin ich relativ klein ausgelegt immer. Und dann haben die ja noch einen gewissen Winkel nur und dementsprechend sind Sentry Guns okay, um so gewisse Bereiche mal zu schützen, aber nicht sehr praktisch, wenn du halt wirklich eine ganze Basis schützen willst, weil das funktioniert so einfach nicht und das ist auch nicht so vorgesehen. Dann kommen wir zum Observatorium. Dieses Observatorium kann Außerirdische anzeigen, weil es die ganze Zeit Wellen aussendet, also ist es halt eigentlich ein Radar.
Können wir auch mal eben aufbauen, weil es hat auch Upgrade-Funktionen. Die Sentry Gun baue ich übrigens jetzt nicht eben ab. Also, beziehungsweise baue ich nicht auf, weil die schießt halt. Aber man kann nichts upgraden an der stehenden Sentry Gun und auch sonstige Erweiterungen verbessern die Sentry Gun nicht. So. Da sehen wir nämlich hier. Ich kann einen Scan geben. Blöb, könnte zum Beispiel halt hier ein bisschen scannen. Na? Pfui. Dann kann ich ein Squad, also kann ich halt die Squad zurückbeamen zum, zu diesem Beacon, falls die Basis angegriffen wird. Dann haben wir hier diesen Detektor, dass unsichtbare Einheiten aufgedeckt werden, weil Aliens können sich unsichtbar machen. Und wir haben hier die Möglichkeit, die Face-Gate-Technologie freizuschalten. Face-Gate. Die ist hier aber schon freigeschaltet, also kann ich jetzt schon ein Phasengate aufbauen. Dementsprechend hier mal, können wir auch tun. Können wir hochziehen. Sieht jetzt nicht sehr spektakulär aus, weil es fehlt das Gegenstück. Man müsste irgendwo anders halt auch ein Phasengate haben. Dann kann man nämlich durch die Phasengates direkt zum anderen hin und so weiter. Also die schalten sich automatisch auch in Reihe und dementsprechend gehst du zweimal durch, kommst ins dritte Phasengate, was du gebaut hast. Muss aber auch mit Strom versorgt werden. Und dieser Strom kommt von diesen Power-Nodes, die in den einzelnen Bereichen sind. Deshalb geht zum Beispiel der Extraktor hier im Computerlab nicht, weil hier ist kein Power-Node gebaut. Sehen wir auch an bald Power-Node, müsste halt ein Marine hingehen, hinschicken, sagen, ja, mach mal hier die Stecker an. So. Dual Minigun. Genau, ein Arc wollten wir ja auch mal eben bauen. So, was haben wir noch? Prototype Lab. Die haben wir ja schon aufgebaut, beziehungsweise ist ja von Anfang an dabei. Prototype Lab ist dafür da für Jetpack-Entwicklung, dann für das Exoskelett, was wir hier sehen, und für das Dual Minigun-Exoskelett. Also man kann einmal ein Exoskelett haben mit Faustangriff und einmal mit einem, also mit zwei Miniguns, was es halt auch sagt. Was ich voll gemeint habe. Gut, das wären eigentlich schon alle Gebäude, die wir bauen können. Plus, dass die halt immer alle Energie gebrauchen und dementsprechend kann ich jedem Alien-Spieler schon mal sagen, der zuguckt, wenn man eine Basis angreift, ist das der erste Angriffspunkt hier. Sobald der Power-Node ausgeschaltet ist, funktionieren die Infanterieportale nicht, funktionieren Baugeschichten nicht mehr, wie jetzt hier. Ich habe ja jetzt den Ark hier gebaut, können auch mal einen Mech bauen. Die einzige Sache jetzt beim Ark ist, der muss halt in den Feuerungsmodus, also fertig werden, so, genau, dann kann der erst feuern. Ich weiß nicht, ob der so feuern kann, nee, kann der nicht. Also ich kann jetzt nicht den Ground hier einfach angreifen, es muss schon ein Ziel da sein. So, dann haben wir jetzt hier auch ein Mech gebaut, ist nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Apple-Produkten. Ziehen wir den jetzt nach hier oben, dann kann er den Power-Node aufbauen und können wir auch mal den Speed upgraden. Von ihm. Ja, was gibt es noch zu Marine zu sagen? Na, machen wir es nochmal eben. So, jetzt sehen wir, okay, jetzt haben wir hier Strom. Können natürlich jetzt durch den Strom auch Sentry Guns betreiben. Wo natürlich das Positionieren immer, ne, muss man halt schauen, wie es am besten passt. Wir sehen auch, dass der Mech hier automatisch arbeitet, beziehungsweise in gewissen Radius. Um sich herum, dann kann ich ihn auch direkt hier oben zur zweiten Base schicken. Dann kann ich nämlich gleich noch das Phasengeld kurz zeigen. Jo, liebe Freunde der Spielkultur, dann bleibt uns noch der Assist-Bereich. Und in diesem Assist-Bereich haben wir die Möglichkeit, Anfragen von unserem Team zu bearbeiten. So wie wir nämlich hier sehen können. Ich habe jetzt C, also nicht C, sondern X gedrückt. Kann nämlich das ganze Team Requests schicken an den Commander. Also, ich brauche ein Medpack, ich brauche Ammo, ich brauche Order. Ich weiß nicht, was ich gerade tun soll.
Oder ich ping halt die Map gerade, wo ich bin. Wird häufig eingesetzt, wenn zum Beispiel jemand an so einem Extraktorpunkt ist, dann pingt der halt die Map, damit der Commander weiß, pass mal auf, hier kannst du mal einen Extraktor setzen, ich baue dir den auf. Ja, oder taunt. Nein, ich möchte jetzt nichts bauen. Und dann halt noch so Standardbefehle für mein Team. So, aber gehen wir mal zurück. Weil jetzt werden wir mal eben schauen. Hier oben haben wir nämlich jetzt auch inzwischen Energie, was man hier wieder an dem schönen Auseinandergehen vom Power Node sieht. Können wir nämlich mal eben kurz hier das Gate bauen. Der Mech rennt sofort hin, genau. Dann haben wir hier nämlich Ammo. Die können wir überall hinlegen, wo der Hive nicht verbreitet ist, wenn ich mich jetzt noch recht erinnere. Ich habe die Möglichkeit hier Nano-Shielding zu machen, also den Damage auf einzelne Einheiten von mir zu erhöhen. Kann es aber halt nicht permanent machen. Und ich habe halt die Möglichkeit, einen Scan zu schicken, der mich halt auch Ressourcen kostet. Ist halt immer alles zur Unterstützung des Teams gedacht. Ja, und ich kann natürlich Waffen droppen für mein Team, aber nur Waffen, die ich auch schon erforscht habe. Jetzt ist im Explore-Mode natürlich alles freigeschaltet, obwohl ich habe jetzt auch schon fast alles erforscht jetzt hier nebenbei. Und kann dementsprechend zum Beispiel hier in der Nähe von einem von den Prototype Labs zum Beispiel ein Exoskelett hinstellen. Genau. Zwar nur das normale, nicht das verbesserte, also beziehungsweise das mit zwei Miniguns. Aber was soll's, das macht ja nichts. Das macht ja wirklich gar nichts, weil Exoskelett ist immer eine schöne Sache, ist aber der größten Evolution von den Aliens etwas unterlegen. Was aber auch richtig so ist, weil die Aliens brauchen in der Regel länger, um ihre höchste Evolutionsstufe zu erreichen, als die Marines, um ein Exoskelett zu erhalten. Gut. Das dazu. Jetzt können wir natürlich einmal noch kurz rausgehen. Dann zeige ich, dass hier das Phasengate aufgebaut ist. Da können wir durchrennen. Blüpp. Sind wir hier hinten bei dem kleinen Mech, den ich nicht verletzen kann, weil Friendly Fire ist immer aus in Natural Selection. Es gibt keinen Friendly Fire. Ja, haben wir noch hier Geschichten wie Minen, sind immer drei Stück. Kann man natürlich auch Wege versperren. Dann haben wir hier den Repairer, der von der Armory kommt, der ist bedeutend stärker als der normale Repairer, den man hat, beziehungsweise man kann so nicht reparieren, man kann nur so aufbauen als Soldat. Und der Repairer macht auch ein bisschen mehr Schaden an Eiern und diese Zwischenstücke von dem Hive. Gut. Das auch dazu. Gut, gehen wir nochmal eben zurück. Und sehen hier die gesetzten Exoskelette von mir. Kann ich mal in einen reingehen, weil ich versäume es immer, es im Spiel zu zeigen. Sehen, ja. Ich habe halt eine Faustattacke und eine MG-Gun, die halt schon echt austeilt. Aber wie wir rechts unten sehen, Hitze ist so eine Sache. Bin ich überhitzt, muss ich eine Zeit lang aussetzen mit Schießen. Ich kann es natürlich auch immer timen und so salvenmäßig schießen. Und also Spielereien, die man halt aus anderen Spielen auch kennt, wo Hitzeentwicklung wichtig ist. Übrigens auch in MechWarrior Online, was ich ja zurzeit immer wieder mal spiele. Aber das wäre es eigentlich zum Spiel. Was ich jetzt nicht sagen kann, ist, wie man dieses Exoskelett wieder verlässt. Weil ich, das ist eigentlich eine große und schwierige Frage, weil ich glaube, es geht gar nicht. Man kann aus dem Exoskelett nicht rausfliegen. Was ich halt ein bisschen komisch finde, weil man stellt sich vor, alle sind im Exo. Irgendwie die Infanterie-Portals sind zerstört, keiner kann mehr respawnen. Wir bräuchten eigentlich einen Commander gerade, der was Neues aufbaut, und das geht dann nicht. Wenn ich mich täusche, schreibt es in die Kommentare rein. Mir ist bis jetzt noch kein Hotkey oder sonst etwas gesagt worden. Keiner konnte mir darauf eine vernünftige Antwort geben. Ob es wirklich möglich ist, hier aus dem Exo rauszukommen. Und ich kann dem Exo natürlich auch nicht bauen. Was diese andere Geschichte ist daran. Naja, ich kann jetzt so viel rumhören, wie ich will. Gut, das war's dann mal wieder. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Commander der Marines erklären. So ein bisschen die Gebäude durchgegangen. Ist wahrscheinlich angenehmer, als sich die englischen Tuts kann man sich auch angucken, die sind sehr gut. Aber es einfach mal auf Deutsch gehört zu haben, ist ja auch nicht verkehrt. Gut, bis dann, Leute.